Yo, was geht, meine Freunde? Hier mal wieder Pokémon Showdown Part Nummer 4. Und ja, ich würde einfach sagen, wir machen einfach mal wieder ein Random Battle, aber Unrated Random Battle. Finde ich einfach viel lustiger, viel chilliger, kann man viel damit anfangen. Deswegen legen wir erstmal los. Look for a Battle. Ah ja, erstmal anmelden, ne? Sorry. Dum 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 dum. Und. Not bei mich. Sieht man? Nein, war nicht. Ach ja. Wenn man sich nicht vorbereitet, ne, einfach loslegt, dann boom. So, sind wir drin. Jetzt kann es losgehen, meine Freunde. Perfekt, mit Flammaran. Wir gönnen uns erstmal ein Sengo. Mit Ability Toxic Boost. Toxic Boost, ich habe gerade keine Ahnung, was die jetzt unbedingt macht. Toxic Boost. Hört sich danach an. Ja, dass der irgendwie Boost mit dem vergiftet ist. Macht Sinn, ja, Fassade, okay. Dann haben wir ein Iveltal im Team. Okay. Leftovers, also Überreste. Okay. Dann haben wir Alligator. Ich habe deinen Namen vergessen. Venuflibis und dein Dialga. Okay, gegen Flamara. Erstmal ein Knockoff. Wie heißt das nochmal? Ich habe vergessen, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Possible Flashfire Guts. Aha. Wir sind vergiftet. Bin gespannt, was gleich passiert. Aber erstmal Fassade. Macht nämlich mehr Schaden. Und Toxic Boost. Ja, macht aber irgendwie einen kleinen Unterschied. Okay, also. Okidoki. Ein schönes Disputa. Mal sehen, was das jetzt bringt. Was das jetzt noch dagegen anrichten kann, wenn es die nächste Attacke bekommt. Die ihr natürlich gesehen habt, weil ich genommen habe. Das war Close Combat. Und zwar rein gar nichts. Unser Power Sengo hier, das macht echt. Dem hat keinen was bekommen. Das sage ich nicht. Keiner. Okay. Weiter geht's. Ja, die Vergiftung hörtet uns natürlich sehr. Was sehr unschön ist. Aber bis es dann halt besiegt ist. Ach ja. Wir haben gewonnen, meine Freunde. Er ist rausgegangen. Wichse. Habt ihr nicht gehört? Habt ihr nicht gehört? Okay, guck mir nach dem nächsten Unrated Random Battle. Wenn gleich nichts läuft, also jetzt müsste eigentlich gleich ein Kampf kommen. Nach dem Kampf, wenn da entweder gewinnen wir den, verlieren ihn oder es passiert wieder so ein Scheiß wie eben. Wir haben ein Team von Spooty. Das hat das Spiel bei The Flown in Venus Sawneed. Yep, hat es. Dann haben wir noch ein Victory, ein Pantimos, ein Aktip oder irgendwie sowas. Lombre, Lombrero, Kapaloris und Womadam. Gut. Mega Evol. Oh, Fire Hidden Power, das ist nice. Wobei habe ich eine Kampfattacke aus Sucker Punch. Dürfte was sein. Was wollte ich gerade sagen? Also wir haben vom guten Fruity ein Team vorgeschlagen bekommen. Also er hat mir gesagt, ey, das. Wenn ich es auch gespeichert habe, nehme ich das direkt. Und. Ach, Sucker Punch ist Dingenskirschen. Okay. Reversal. Macht aber keinen Schaden. Anscheinend. Ich guck mal, ob das irgendwas macht. Doch, macht Schaden. Zu viel Schaden. Gut, ich glaube, Dicktree macht hier den Chaos. Earthquake nochmal ein bisschen Schaden. Okidoki. Dann kommt als nächstes. Mr. Mime. Mit der Hidden Power Fight. Sehr schön, sehr schön, das gefällt mir. Komm schon, Mr. Mime, hau drauf. Zwar ohne Gnade, richtig mit Mr. Mime mit Hit. Yep. Geht's bald. Aber auf jeden Fall, der Fruity hat gemeint, ey, yo, dieses Team ist so mega geil und so, weißt du, dies, das und nimm's einfach. Hab ich gedacht, okay. Wenn du das willst. Wir haben eigentlich haben wir auch ein paar zusammen aufgenommen gehabt. Und die Sache ist, dass der Sound dann von ihm, ein bisschen internetmäßig von mir und von ihm aus, scheiße war. Auf gut Deutsch, scheiße. Und, ja, das war dann der Grund, Dazing Glam, okay. Nochmal Dazing Glam. Ja, und deswegen kann ich den Part nicht hochladen, deswegen ist das Part Nummer 4-2. Head Smash, bringt voll. Dazing Glam macht nicht viel Schaden. Bin ich mal gespannt, was die Hidden Power macht. Hidden Power Fighting ist zwar Fluggestein, also normal, effektiv im Normalfall. Außer der Flugtyp überwindet hier nicht so ganz. Kann natürlich auch passieren, aber ich denke eher normal, effektiv, wenn wir das
überleben hätten sollen, eigentlich. Mist. Gut, dann der Kopfstoß von Ratio war ziemlich, Schaden machen. Aber Arctip ist im Wall und puh. Hier hab unser gutes Arctip. Also, Ability is Dirty. Ist das die Fähigkeit, wo du bei Hagel KP bekommst? Ich weiß es nicht. Komm schon, setz dein nächstes Pokémon ein. Cool O. Oder Cool Zero, oder wie du auch genannt werden willst. Bestimmt so eine. Der trinkt bestimmt gerade so eine Coke Zero. Okay, Citro King. Erstmal Rohr. Ich habe keine Lust gegen Citro King zu kämpfen. Hab schon. Brüll es weg und lass dich nicht von irgendeiner Attacke treffen, die sehr effektiv ist. Von Citro King. Das wäre echt nicht nice. Komm schon, lad schneller. Gegner, setz was ein, dass wir kämpfen können. Ich habe nur den ganzen Tag Zeit. Geht auf Sucker Punch mit wenig Schaden und Brille. Dragon Eyes. Gesteinattacke, Leaster mit Power Eyes. Eye Signal Beam Toxic. Rain Dance, Giga Dance, Scald, Focus Blast. Pinball Fire, Giga Drains, ich habe keine Attacke, die irgendwie Schaden und deswegen gehe ich einfach mal auf Normalschwäche. Substitut. Ah, das ist nochmal Substitut, genau. Okay, scheint aber trotzdem noch akzeptablen Schaden zu machen, weil nämlich sein Delegator weggegangen ist. Fusion Bolt, okay. What the fuck? Boom, Alter. Okay, meine Freunde, das war richtig geil. Aber look, du bist very nice. Muss ich zugeben. Und jetzt kommen wir fucking Sea Tracking. Na gut, weil du es bist, kriegst du auch so ein Eisding ins Kirchen. War das Eisspeer, Eiszapfhagel, ich hab keine Ahnung, was das gerade war. Dark Pulse, Critical, schade. Finsterauer hat ein ziemlich weggebasht, okay. Passiert. Leaf Storm, also Blättersturm, hinter Eis Signal wie Toxic. Gut, Bumadam! Du setzt erstmal auf Toxic ein, um ihn ganz schön hier so ein bisschen zu toxinieren. Genau, ein gutes, schönes Wort. Toxinieren. Wenn es funktionieren sollte. Erstmal U-Turn von ihm. Jetzt holt er es natürlich zurück, aber ist mir relativ egal, weil er nämlich toxiniert wird. Und zwar von gegen mit. Aufi. Komm schon. Was ist denn los? Ach Junge, du hast nur noch zwei Pokémon. Was brauchst du so lange? Ich denke, du bist so cool. Er hat zwei Kingdras. Oder, wie ich es gerade irgendwie eher denke, es ist ein Zorua. Wobei, Zorua, weiß ich, ja doch, könnte ein Zorua sein. Weil zwei Kingdras ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass man allgemein zwei selben Pokémon kriegt, weil... Theoretisch, laut den Clauses, geht es ja nicht, also tendiere ich dazu, dass sie ein Zorua ist, weil das andere nämlich schon Attacken überlebt hat, oder? Ich glaube, ich habe das andere schon... Ne, ich weiß nicht. Draco-Meteor. Oder das hier ist... Nee, das hier ist das echte Kingdra. Das andere... Ah, ja, okay, gut zu wissen. Gut zu wissen, mein Großer, gut zu wissen. Signal Beam und Ortage. Gut, dann haben wir das echte Kingdra jetzt gefunden. Okay, nach langem Überlegen, Giga Drain, Rain Dance, Gold. Venusaur, ja komm schon, du bist mit deinen, Achtung, 240. Mega Evolution und dann Leech Seed. Ja, macht so viel Schaden. Und ist confused, ist auch geil. Kriegen wir jetzt noch was dazu und oh, Toxic. Dann Giga Drain, keine Ahnung, was sagen soll, aber er wechselt. Hä? Ich bin gerade etwas verwirrt. Weil jetzt holt er ein richtiges Zorua raus. Wie hat er das jetzt irgendwie gemacht? Jetzt bin ich richtig verwirrt. Was war das bitte gerade? Ich raff gerade irgendwie nichts mehr bei diesem Spiel. Nee, ernsthaft. Sea Tracking hier, Sea Tracking hier. Dann Zorua hier, dann Zorua hier und jetzt.
Was ist? Ah, nee, du bist jetzt. Ah, du bist jetzt ein Fairy Tail. Stimmt ja. Macht Focus Blast nicht mehr so viel Schaden, aber hat gar keine Wirkung. Ah. Gigadrain. Und ein Earthquake. Ah, geil, wir können nochmal. Oh, wir können ihn nochmal. Gigadrain. 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 Gigadrain und Grand Ball ist auch down. Sehr schön. Grand Ball ist geschafft. Als nächstes folgt die Zitro King. Wenn er jetzt so einsetzt, dann Zitro King. Sehr schön. Gut. Gigadrain. Schade, 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 schade. Als nächstes bleibt noch Venusaur. Erstmal Lizzie. Ja, Zucker man sich kaum und boom. Gut, erstmal noch ein bisschen. Was? Ach, die ging daneben. Schade, nochmal Lizzie. Zucker Punch macht keinen Sinn, wenn ich Lizzie einsetze. Okay, gelizzidet. Sehr schön. Dann Sleep Powder erstmal. Ein bisschen Stall. Natürlich egal. Was für ein. Hidden Power Fire. Einfach drauf. Ohne Gewalt. Mit Gewalt. Nee, mit Gewalt. Mit Gewalt. Macht mehr Spaß. Sag jetzt nicht, du change wieder. Wenn du jetzt wieder change, Alter. Mach mal keine Faxen, ja? Was ist. Ja, der Draco-Meteor macht aber guten Schaden. Guten Schaden. Ich hätte doch eher Geiger-Drain einsetzen sollen. Egal, was er jetzt macht. Er tauscht aus. Ich raff das nicht mehr. Welches weißes so und welches jetzt denn? Alter! Ich raff null. Ich weiß nie, welches ist, Mann. Das ist voll der Abfuck. Aber meine Ding ist jetzt eh down. Geiger-Drain hat ihn besiegt. Wenn nicht, hat es Toxic besiegt. Wir haben unseren Kampf gewonnen, Freunde. Hui! GG, Bruder. GG. Okay. Weg und. Jetzt machen wir mal ein OU Battle. Mit Team Fruity ist zwar nicht so mega geil, aber naja, es ist Team Fruity's Team. Ne? Ein Test mit Team Fruity's Team, ne? Und bin ich mal gespannt, was das jetzt wird. Wir fangen natürlich mit Dracula an. Er kommt mit Arcani. Und es hat einen Balloon. Gut, wir gehen jetzt erstmal auf Toxic Spikes. Jupp, Fire Blast macht es nicht down. Was hast du nur? Du hast einen Black Sludge. Ja, das halten sie ein bisschen. Vielleicht überleben wir das. Wenn nicht, haben wir wenigstens einmal die Dinger ausgelegt. Es hat immer noch den Balloon. Du bist nur Fire. Ja, du bist nur Fire. Das würde alles nichts bringen. Deswegen kommt jetzt. Hefeistos! Mit der Mega Evolution und. Ein Power-Up Punch erstmal. Boom! Ja, das macht nicht so viel Schaden, ne? Nochmal Power-Up-Punch. Ist mir eigentlich egal, was der Doktor. Ja, macht wenig Schaden. Mein Angriff steigt aber. Jetzt kommt erstmal ein Dragon Dance, um mich schon ein bisschen mehr zu boosten. Ice Beam. Hm, okay, akzeptabel. Und, ja, auf Wiedersehen, Tentoxa. Das war's, ich denke mal, das war's jetzt, Baby. Das war's jetzt echt. Das klopft, ja. Zwirklop, du kriegst auch einen Dragon Claw. Du bist eh nicht schneller als ein 1,5 Speeded Hefer ist das Lurak X. Hau's um. Hau es um. Hau auf, komm. Wehe, du gehst jetzt raus. Wenn du draus gehst, bin ich richtig sauer auf dich, Mann. Pitwood 17, ja? Bleib bloß drin, mein Freund. Bleib bloß drin. Egal was du machst, so oder so verloren, aber bleib einfach drin. Dankeschön. Magnetrick. Ja, wie wär's mal damit? Wow, One Hit. Oh ne, Paralyze. Nicht sehr nice. Aerodactyl. Dragon Claw. Wir gehen weiter auf die Dragon Claw. Wahrscheinlich ist das auch sein Mega-Pokémon oder sein Stone Edge. Schade, sind wir da nicht durchgeraped. Dragon Pulse, du bist Rock Flying. Angel! Du setzt jetzt mal. Antikraft ein. Fuck. Auch man, das ist unfair. Das ist mega. Los, kick die Klappe. Klingeling, ling, 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 ling,
Ihr Grün, okay. Ja, Earthquake macht nicht so viel Schaden. Okay, ah, stimmt, Stahlattacken sind ja... Wow, why is it fainted? Warum ist... it's the perfect... Ah, ich habe ihn mehrmals getroffen. Okay, okay. G-Grind, okay. Shift Gear. Nein, macht nichts. Wild Charge. Ja, der Fire Blast geht daneben. Yes! Das macht kaum Schaden. Substitute. Und wir waren zu langsam. Schade, schade, schade. Wir haben jetzt noch zwei Pokémon, die beide gegen Arcani. Was ist das? Deal Damage. Achso, Heimzahlung. Hätten wir das überlebt, hätten wir das einsetzen können. Tropius, du setzt einfach mal. Er slash ein, du bist eh nicht schneller, aber egal. Wow, wir haben was überlebt. Er slash. Er slash. Ach man. Ja, Team Fruity hat verloren. GG, Bruder, du hast gut gekämpft. Jojo, hier auch rein. Und. Ja. Gut, dann kämpfen wir doch nochmal einen Kampf mit. Was ist das? Ah, das, auch, das war mein Superteam. Mein Shiny. Ah, der hat auch ein Shiny Team. Der Team hat drauf. Der hat drauf dran, ey. Shine. Like a Shiny. Mega Bruder. Wobei, warum ist kein Shiny? Ich hab doch alles Shiny gemacht. Ich fange mit Chantal an. You come on YouTube. Bruder, du kommst auf YouTube. Scheißegal, stimmt. Okay. Flamethrower. Bruder, du kommst auf YouTube. Okay, das macht irgendwie zu wenig Schaden, meine Freunde. Oder hat irgendwas eingesetzt, gerade dass es weniger Schaden macht? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich habe nicht aufgepasst. You're weg. Yes, I do. Putzi, putzi, putzi. Okay, gut, dann change immer. Du hast leider gar keine... Doch, du hast eine Feenschwäche. Eine Feenschwäche. Habe ich eine Feenattacke? Hello YouTube, nein, ich hab keine Feenattacke, shit. Hello YouTube. Hello Drunk Snorlax. Läuft bei dir. Drunk. Drunk Snorlax. Ja, genau. Okay, was hast du nochmal? Du hast Sheer Force und Life Orb. Dann gehen wir erstmal auf den schönen Earthquake. Ja, confused. Und wir. Alter, wir sind confused und wir burn. Ist das dein fucking Ernst? Sludge Wave. Wir sind confused und fucking burn, Alter. Wenn wir da durchkommen, sind wir schon mal gut. Oh yeah. Ja, aber der Typ, der ist mit dem Parchment. Der hat es richtig drauf. Der Part hat es ein bisschen überlegen, einfach wegen diesem Kampf. Deswegen passt das. Aber er ist einfach nur ein Sludge. Oder wir haben uns selbst getötet. Nein, nicht getötet, aber. I love my job, but I do this in German. Läuft bei dir. Alter, wieso bekommt er sich? Ich confuse mich selbst und treffe. Ah! Fucking Tobias, ey. Ist schon ganz geil, aber auch mega fucking scheiße, ey. Nein, Mann. Oh, fuck. Komm schon. Hau es um. Taunt. Und. Hamala, du bist doch richtig scheiße. Du bist richtig scheiße. Hey, du bist so richtig. Aha! Es muss jetzt Arm an. Okay, Blue King ist down. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen: Der gute Hulk. Der gute Hulk mit seiner Offensivweste. Nee, doch, Offensivweste. Schildlos. Jo, no guard. Gut, Dynamic. Nein, hat ja keine Wirkung. Ich bin so intelligent. Sepplay.
Ich weiß gar nicht, was da ist. Mann! Ah, ich bin jetzt. Meine Freunde, warum wird sich so ein Scheiß sein, wenn du ohne Mist? Gib ihm ein Stone Ice Punch. Man! Ja, bitte. Ich stell's dein Ernst. Der mit seiner fucking Compute Frame, ey. Dieses Tobias ist. Das ist echt. Unschön! Ich sag Chantal, du darfst. Hulk, come back! Go, Chantal! Ja, yep, recover dich einfach mal. Boom Burst. Die Rauflust. Der Burn bringt ja eigentlich nur insofern so viel wie gar nichts. Alter! Okay, ich denke mal, sein Vieh ist gescarft, weil es schneller ist als meine Chantal. Der Burn bringt mir insofern gar nichts, er zieht mir nur ein bisschen KP ab. Aber er hindert mich nicht, weil ich sowieso speziell spiele. Von daher. I love Master Way. Ja. Ja, ja, du laufst es. Boom. Down. Alter, da hat mir mein Blue King schon damit gekillt. Er hat meinen Chantal geburnt. Er hat mein. Boah, mein Hulk, da hat. Alter. Okay. Il Pellegrino. Okay, da okay. Boom Burst. Wir sind eh schneller. Hoffe ich. Sei nicht mehr konfi. Mega El Pellegrino. High Jump Kick. Shit. Okay. Wir changen. Und setzen ein Dark Pulse ein. Wir haben mit ihm die Choice Bags. Spezielle Attacken zu verstärken. Können jetzt natürlich nur noch diese eine Attacke einsetzen, aber das macht uns auch nicht aus. Alter, dieser Kampf hier, das wäre einer der wenigen ersten Niederlage, also der glaube ich, zweite, dritte Niederlage, die wir erst dann bekommen würden. Meine Freunde. Es gibt für alles ein erstes Mal Rana Pova. Aha. 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 Dann gehen wir auf Beauty. Ha, haha. Einmal ein Predict of Doom, please. Okay, du setzt jetzt einfach mal Dragon Pulse ein. Wobei das gerade nicht intelligenter, weil es wahrscheinlich Wandlungskunst hat und gerade jetzt ein Eistyp hat. Ja. Hm. Komm schon. U-Turn. Okay, er changed auf. Komm schon, geh auf Hexus. Geh auf. Wenn er voll Tenso geht, ist es scheiße, aber geh auf Hexus. Aber geh auf Hexus. Das war klar. The fast way to go in. Okay. In your hall. Okay. Viel Spaß. Komm zurück. Und. Drug Snorlax, Mann. Was ist denn los mit dir? Was ist das denn für ein Star? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hau raus. Hau raus. Ich will einen Kampf sehen. Ich will einen Kampf und kein. Waiting for night. Yeehaw! Okay. Eggman! Erstmal ein gefailter Protect. Und dann. Ich bin auf dem Earthquake. Komm schon, bleib drin, bleib drin, bleib drin, Bruder, bleib drin, Bruder. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, Mann. Okay, trotzdem fast umgehauen. Nochmal ein Earthquake. Die Mega-Entwicklung mache ich nicht, aus dem einfachen Grund, dass eine. Ne, weil Stahl, glaube ich, noch irgendwie resistent gegen was hat oder irgendwie sowas. Komm schon. Und die Hydro Pump und ich. Robustheit, ich liebe dich. Ja, so muss das sein. Jetzt kommt sein Hexwood, sein Illo Dingsnitz oder sein Ramage. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird, was der jetzt einsetzt. Wir haben jetzt ein Mega-Meter. Gut, dann mache ich die Mega-Entwicklung. Vielleicht habe ich ja etwas Glück und weil so vierfach schlecht. Ich meine, ich bin so oder so down und etwas Glück. Okay, nein. Mein Glück hat mich verlassen. Hydra! Mega Dark Pulse. Komm schon, hau raus, hau raus, komm schon, hau raus. Komm schon. Komm. Alter, was?
Psycho-Cut, ja, hat irgendwie nicht so viel Wirkung, ne? Boom, Alter, in your fucking face. Schreib doch was, oh Gott. Was? I'm a noob. Einfach mal. Me too. Okay, wir changen jetzt mal auf. Ja, wir gehen auf Hulk. Weil er kann was gegen ausrichten. Und es ist so schlimm, wenn wir ihn verlieren. Er protected eh, von daher habe ich nochmal Glück gehabt. Und wir werden mit Ice Punch. Wenn wir Glück haben, sind wir schneller und treffen, weil schneller als ein Hacksack zu sein ist nicht so. Ist ein bisschen komisch. Wir werden sehen, ob wir schneller sind oder nicht. Ich hoffe es natürlich, aber er sieht sehr sehr unwahrscheinlich. Eine sehr, sehr unwahrscheinliche Angelegenheit. Aber ganz ehrlich, passiert, meine Freunde. Passiert. Okay, auf Gag habe ich mit gerechnet, dass da sowas kommt. Deswegen gehe ich jetzt mal auf Beauty. Beauty regelt das sowieso schon an, ne? Was? Ich hab da seinen Manatrick Zaun gemacht. Alter! Was ist das denn bitte jetzt? Ich hab's doch besiegt. Ich bin verwirrt. So, komm schon. Was ist denn los mit dir? What is the name of your channel? K-O-H. But you have to search K-O-H Pokemon to find me. Okay, good. Er protected. Oder hat eben protected, oder ich habe keine Ahnung. Was ist jetzt los? Wir haben irgendeine Suche. GL and HF Guys. Komm schon, mach weiter. Ich will einen Hexbus besiegen. Was heißt GL and HF? Was will er mir sagen? Good luck and was weiß ich. Yes, meine Freunde, wir haben Glück, wir haben sowas von Glück gehabt. Exorcism. Boom, Alter. Ah, ich feiere das so hart, Mann. Du bist schon geil, die Leute zu schreiben und so. Okay, fast way to go in your hell. Ich gehe einfach mal auf Recover und hoffe, dass ich schneller bin. Wäre nice, wenn ich schneller bin. Und ja. Aber es dauert so lange, bis sein Teil nicht. Das gibt's doch nicht. Das Internet selber schneller. Was ist denn los? Okay, Volt Switch. Schade. Ich komme wieder zu meiner Hydra. Und ja. Jetzt kommt erstmal ein kommt mein Hydra wieder. Du bist Bugfire. Also, was kann ich denn für dich tun? Einziges Richtige ist Dracometeor. Das dir eventuell Schaden zufügen könnte. Und ich hoffe einfach, dass dein Terror es nicht so macht. Ach man, komm schon, ist das dein Ernst? Protecte dich doch nicht. Okay, meine Freunde, aber dieser Kampf, der wird auf jeden Fall gleich vorbei sein. Dieser Part von Pokémon Showdown ebenso. Der Typ ist mir am sympathischsten, der hat schön unterhalten und so. Weißt du, das ist schon ganz geil, deswegen habe ich jetzt verloren. Ja, meine Freunde. Dann würde ich mal sagen, der Part ist vorbei.
Wir sehen uns dann einfach im nächsten Part. Bis dann. Euer K.O.H.